Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie vor ungewohnter Kulisse zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland, Nummer 48 vom 2. Dezember 2023. Da soll niemand sagen, dass sich die Weltwoche nichts einfallen lässt. Wir suchen fieberhaft nach immer neuen Inspirationen und Hintergrundkulissen, die mit rätselhaften Bedeutungen aufwarten. So auch dieses Motiv, das wir da bestaunen, mit einer Person, die in halsbrecherischer Pose vor einem überwältigenden Sonnenuntergang nun ein tollkühnes Abenteuer plant. Und in gewissem Sinne ist das, was dieser Herr da, dieser Athlet macht, so etwas wie die sportliche Umsetzung auch von vielerlei, was die Weltwoche auszeichnet. Wir sind ja auch so etwas wie die Gipfelstürmer der Publizistik, immer auch unkonventionell, nicht unbedingt das Naheliegende, was man da erwarten würde, aber immer schön, faszinierend und energiegeladen. So müsste es eigentlich sein. Wir beschäftigen uns in dieser E-Paper-Ausgabe für Deutschland, die zu abonnieren ich Ihnen selbstverständlich wärmstens empfehle. Wir beschäftigen uns mit der Reizfigur der Stunde, mit der Reizfigur des Moments, mit dem niederländischen Politiker Geert Wilders, der so etwas wie ein Vorbote auch einer Stimmungsveränderung, eines Stimmungswandels in Europa, in der Europäischen Union ist. Er gehört zu jenen Politikern, die seit Jahren vor einer unkontrollierten Zuwanderung warnen, vor allem aus dem islamischen, aus dem muslimischen Bereich, wenn man so will, jener Weltgegenden, die eben gerade in Holland zum Teil erhebliche Probleme produziert haben. Er ist nun bei den letzten Wahlen als Sieger hervorgegangen und die niederländische Schriftstellerin Jessica Durlacher im Diogenes Verlag, eine renommierte Autorin, erforscht, ergründet und erklärt das Phänomen von Geert Wilders. Er bezahlte seine Kritik am Islam mit seiner Freiheit. Jetzt schenken ihm die Niederländer ihr Vertrauen. Mal sehen, was die anderen Parteien mit diesem Wahlergebnis machen. Hier die Titelgeschichte der aktuellen Weltwoche Deutschland mit Geert Wilders. Dann weitere prickelnde Themen. Deutschland, ich liebe dich. Ein wunderbarer Text von unserem Kollegen Matthias Matusek. Er hat getroffen den äthiopischen Prinzen, den Prinzen der perfekten Manieren, Asfa Wossen Aserate, und er bricht aus in ein schwelgerisches Lob auf seine Wahlheimat Deutschland. Und solche Stimmen sind wichtig angesichts des kollektiven Trübsinns, der einen ja auch befallen kann, wenn man sich mit Deutschland dieser Tage auseinandersetzt. Ich arbeite ja auf eine Art Verschweizerung Deutschlands hin, um nicht zuletzt jenen Massenexodus hochqualifizierter, guter Deutscher in die Schweiz zu stoppen. 35.000 Deutsche kommen pro Jahr in die Schweiz. Das zeigt, die Schweiz scheint nicht gänzlich unattraktiv zu sein für Deutsche. Deshalb liegt ja die Idee, der Gedanke liegt dann nicht so fern, allenfalls eine dezente Verschweizerung Deutschlands voranzubringen, damit all diese hochqualifizierten deutschen Fachkräfte, die dann in Deutschland fehlen, dass die eben gar nicht erst auf die Idee kommen, in die Schweiz auszuwandern, weil sie eben dieses Schweizgefühl schon in der Heimat haben können. Nun sag, wie hast du es mit der Kirche? Die christlichen Gemeinden verkommen zu linken Politsekten. Die Mitglieder laufen in Scharen davon. Alexander Grau, der Kollege, der deutsche Publizist und Philosoph, mit einem wichtigen Thema. Denn je mehr sich die Kirchen leeren, je mehr sich die Leute abwenden vom Christentum, desto empfänglicher werden sie für allerlei Ersatzreligionen, die dann mit despotischer Intoleranz auftrumpfen. Wir erleben das gerade in der Klimabewegung, in der Klimatismusbewegung, die da sozusagen ihr Hochamt feiert an der Klimakonferenz in Dubai, wo sie wie die Verrückten, wie die Blöden, man muss es fast schon so ausdrücken, wie die Blöden chatten
treten sie dorthin. 250 Delegierte aus Deutschland, aus vielen anderen Ländern kommen da zusammen. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Das bringt dem Klima zuletzt etwas. Das ist doch reine, jetzt wenn Sie mich fragen, reinste Selbstbefriedigung von unterbeschäftigten, aber überbezahlten politischen Funktionären und Staatsangestellten, die sich dort austoben. Und was dann am Schluss herauskommt, sind irgendwelche unproduktiven Vorschriften, die dann unserer Wirtschaft zu schaffen machen. Das ist aus der Zeit gefallen, meine Damen und Herren. Und die gute Nachricht in den verrückten Zeiten, in den etwas wahnsinnigen Zeiten, in denen wir uns befinden, die gute Nachricht ist ja, dass gerade diese Klimaideologie an der Wirklichkeit zerschellt. Claudio del Principe, kulinarische Anleitung für friedliche Festtage, das gehört eben auch dazu. Die Anleitung zum gelungenen Advent. Ich empfehle ja in jeder Weltwoche Daily-Sendung den Genuss des Advents, diese fiebrige, aber eben auch besinnliche Zeit. Man muss das in vollen Zügen genießen. Viktor Orban, Europa hat seine Selbstbestimmung verloren. Wir haben den ungarischen Ministerpräsidenten anlässlich des 90. Geburtstags der Weltwoche nach Zürich eingeladen. Ein prächtiger Anlass im Dolder Grand Hotel mit vorausverkauften Rängen, mit einem begeisterten, ich glaube, ich darf das sagen, mit einem begeisterten Publikum gegen 600 Leute, das war die Kapazität des größten Saales im Dolder. Das Dolder, ein traditionsreiches, auch Konferenzhotel, über den Dächern von Zürich thronen mit einem wunderbaren Blick auf den schönsten Zürichsee der Welt. Wir hatten viele, viele Gäste. Wir haben dann noch Anschlussveranstaltungen gemacht mit Unternehmen. Es gab Zusammentreffen mit drei Ministern, die Viktor Orban mitgebracht hat. Und alles in allem natürlich eine hoch faszinierende und für die Besucher, glaube ich, auch lehrreiche Veranstaltung, denn sie konnten sich ein eigenes Bild machen von diesem ja umstrittenen Regierungschef. Wobei, wenn man sagt umstritten, dann sagt man ja auch, einer wird nicht nur kritisiert, er hat auch Freunde, er polarisiert, er löst etwas aus und das ist ja immer noch besser, als wenn Sie da reines Senkblei vor sich haben, irgendeinen politischen Beta-Blocker, der gar nichts auslöst, der gar nichts entfacht. Da stimmt's ja dann auch nicht. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und wer nichts isst, der fällt auch nicht auf. Stößt auch nicht an, eckt nicht an. Das kann man über Viktor Orban nicht sagen. Meines Erachtens sind das sehr produktive Anregungen und auch Provokationen, so werden sie zum Teil empfunden, die von ihm ausgehen. Wir haben diesen Anlass dokumentiert in dieser Ausgabe. Also Sie sehen auch den wunderbaren gesellschaftlichen Rahmen. Viele prominente Deutsche waren dabei. Ich will das gar nicht hier aufzählen, um da bestimmte zu privilegieren, aber auch so etwas wie die Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft sicherlich vertreten. Viele Schweizer Persönlichkeiten, auch aus Österreich, hatten wir Gäste aus vielen Ländern der Welt. Und dann in dieser Ausgabe drin die sehr gehaltvolle Rede von Viktor Orban, seine Zürcher Rede, die er gehalten hat. Eine Rede, die Europa wachrütteln soll, die EU sozusagen mit Energie aufladen soll, denn einer der wichtigsten Befunde von Viktor Orban lautet, die EU, Europa hat ihre Selbstbestimmung verloren. EU und Europa ist nicht das Gleiche, denn dort, wo EU draufsteht, ist eben nicht überall Europa drin, aber die EU ist eben doch etwas, was heute zu Europa gehört, aber dieses Europa, dieses EU-Europa, habe seine Selbstbestimmung verloren. Es werde kontrolliert, nicht von gewählten Politikern, sondern von Funktionären, die eigentlich die Angestellten der Mitgliedstaaten wären. Viktor Orban spricht auch über den Krieg in der Ukraine. Wir haben uns unterhalten in der Fragestunde nachher auch über Israel, über den Nahen Osten. Es sind also alle Brennpunkte des Weltgeschehens zur Sprache gekommen und auch die Verirrungen der Politik, Aussicht von Viktor Orban, sie waren ein Thema und das haben wir hier auch in unserer Deutschland-Ausgabe drin. Bitte schauen Sie rein, abonnieren Sie das, Sie haben die Gelegenheit, das zu packen, unser E-Paper, sei es über die App, die Weltwoche-App, gehen Sie in den App-Store Weltwoche Deutschland oder über unsere Website www.weltwoche.de, sehr attraktive Angebote, gerade jetzt zu Weihnachten, und ich garantiere Ihnen, nach dem Lesen der Weltwoche sind Sie nicht nur besser informiert, sondern Sie fühlen sich auch besser.
Wir sind keine Fabrik der schlechten Laune. Im Gegenteil, schlechte Laune ist Mundgeruch des Geistes und wir bemühen uns, gute Laune zu produzieren. Nicht Schönfärberei, nicht Liebedienerei und schleimiges Anbiedern, das ist nicht unser Programm. Unser Ziel besteht darin, anspruchsvoll die Wirklichkeit abzubilden, wie sie ist, auch in ihren Abgründen, auch in ihren ganzen Fürchterlichkeiten, aber aus einem Geist heraus, der, wie ich meine, wohl fundiert ist, ein Geist der existenziellen Zuversicht. Es gibt eben eine positive Kraft in diesem Universum, wie immer Sie sie nennen wollen. Ohne diese Kraft gäbe es dieses Universum nicht, gäbe es die Erde nicht, unser Sonnensystem, gäbe es die Lebewesen, die Pflanzen und auch die Menschen nicht. Und diese Kraft des Etwas, des Positiven, sie ist eben stärker als das Negative und das berechtigt uns, zuversichtlich zu bleiben, ohne allerdings die Katastrophen und Abgründe, in die wir uns immer wieder hineinstürzen als Menschen. Es irrt der Mensch, solange er strebt, ohne diese Abgründe in irgendeiner Weise mit Zuckerguss zu überkleistern. Meine Damen und Herren, das war's von meiner morgendlichen Ansage zur Beweihräucherung, zur Anpreisung unserer Deutschlandausgabe. Es wäre schön, wenn ich Sie da etwas glustig, etwas neugierig hätte machen können. Das ist das Ziel und ich freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen bei der nächsten regulären Sendung, Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich gut gelaunt. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen allen.